Denkt ihr, ich habe da oben eine gute Deckung? Vorausgesetzt, ich komme hoch. Nein. Hallo? Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt einmal auf FPS Rusher. Wow. Krasse Scheiße. Nein, jetzt habe ich F6 statt F5 gedrückt. Ich Vollidiot. Oha, da stehen noch ein paar. Ja, natürlich. Scheiß Moralapostel. Boom, boom, boom. Ich hätte dir gerne noch ein paar Kugeln reingejagt. Okay. Schon langsam leert sich's. Ach, ihr brecht durch Beinschüsse nicht zusammen. Ja, ey. Sag mal, er kann nicht mal durch das Ding und dann ist das auf einmal irgendwie ein Double Kill oder so. Oder mit Flugdingsens, ey. Leck mich doch. Ja. Weil wir behindert sind, oder? Ihr habt doch gerade wieder den roten Punkt gesehen, oder? Sehr schön. Der war wenigstens etwas nice. Cool. Ich bin mit dem vorn. Na gut. Nochmal zwischenspeichern. So. Wo genau muss ich eigentlich hin? Da hoch. Kann man da nicht messen? Hallo? Es wird immer besser. Und wie, es kommen jetzt auf einmal übelst viele Leute aus dem links gelegenen Dorf, wo wir jetzt gerade alles gesäubert haben. Weil das wäre dann nicht nur unlogisch, sondern auch total behindert. Das hat sich schon mal nicht gerade positiv angehört für das Spiel. Ah, cool, da sind wir ja hergekommen, glaube ich. Hallo? Das ist doch nur eine Pflanze. Junge. Ich glaube, das ist eine unsichtbare Mauer. Ja. Da kann ich nicht durch. Wieder super Spieldesign, muss ich schon sagen. Was für Vollidioten.
wer dieses Spiel designt hat oder so, wie man auch immer das nennen mag, der könnte echt mal. Boah. Wie soll ich jetzt darüber kommen? Das ist auch eine Unsicht, auch eine Mauer. Da muss ich mich ducken, um rausgehen zu können. Was für ein Schwachsinn. Und ihr seht doch, hier ist doch der Weg. Der Weg führt da entlang. Dann darüber. Und jetzt normales über die Steine. Und jetzt kann ich nicht da weitergehen. Ich hänge in dieser Pflanze. Ich kann da nicht weiter. Ich hänge an so einer unsichtbaren Mauer. Was ist das für ein Scheiß? Wer denkt sich so einen Kack aus? Ich komme da nicht durch. Ihr seht, ich springe gegen eine unsichtbare Mauer. Ja, was machen wir jetzt? Gut. Ich habe vielleicht eine Idee. Wir gehen einmal komplett außen rum. Ja, schnau nicht so, jetzt möchte ich mal kurz wissen, wie viel Puls er hat. 164, okay, es geht ja noch. Ah, jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Ja, hör auf zu schnaufen, so theatralisch. Ich habe ein Problem. Auch meine Zweitlösung sozusagen funktioniert nicht. Ich komme hier durch. Das sieht schon mal sehr schlecht aus. Ja. Okay. Gut, dass dieses Spiel so perfekt ausgereift designt wurde. So. Gehen wir hier nochmal durch. Aber hier ist zum Glück ein Ausgang. So. Und jetzt an alle Leute, die dieses Spiel, dieses Level hier designt haben. Fickt euch. Das kann niemals der Sinn gewesen sein. So ein Schwachsinn. Aber ich höre jetzt sowieso auf. Hab wieder genug aufgenommen. Hab mich genug aufgeregt. Hab genug Geheimnisse gefunden. Hab genug Headshots verteilt. Und genug Prozente liegen lassen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt wieder, damit es halt drin ist. Damit es speichert und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Ja, gut. Geheimnis habe ich noch gefunden. So. Die Daten wurden sichergestellt und werden von unserem Geheimdienst entschlüsselt. Das Team hat in dem feindlichen Lager Ernesto Salazar gesichtet, General Vasquez Vertrauensperson und Ratgeber. Sein Tod würde die Moral unseres Gegners schwächen. Razor 64 und Alpha 9 haben den Auftrag, sich durch feindliches Gebiet zu schleichen, Position Overview 2A zu erreichen und Ernesto Salazar zu eliminieren. Dieser Meinung bin ich auch. Bin in Position, Alpha 9. Ja, bestätigt. Bestätigt, Razor 64. Ich beziehe auf den Dächern hinter der Straße Stellung. Von dort habe ich freies Sichtfeld.
Okay, freies Sichtfeld haben wir erst bei der nächsten Aufnahmesession, denn ich bin jetzt. Bis dahin. Tschaußen.